Ladies and Gentlemen, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Design City Skylines in unserem wunderschönen neuen Projekt. Oder naja, so neu ist es nicht mehr, ist ja schon doch die ein oder andere Woche mittlerweile alt. Ich glaube 5 oder 6 Wochen sind wir, nee, 7 Wochen. Ich und Zeiten rechnen ist alles nicht so einfach. Sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal in diesem Projekt, zumindest für eine relativ lange Zeit. Und wir sind wieder in der Nähe unseres Bahnhofs in dieser Episode unterwegs. Aber keine Sorge, nicht allzu viel Eisenbahn-Content heute. Bis auf diese Weichenverbindung und ein stumpfes Gleis, also eins, was vorm Prellbock endet, passiert in dieser Episode eisenbahntechnisch, soweit ich mich entsinnen kann, als ich sie aufgenommen habe, nicht mehr allzu viel. Oh, doch, 2 Gleise waren es. Verzeihung. Was wir hier gerade im Hintergrund kreieren, ist eine alte Postrampe. Ich weiß nicht, wie alt die meisten von euch sind. Ich gucke in diese YouTube-Statistiken im Regelfall nicht so häufig rein. Aber für den Fall, außerdem hängt das ja davon ab, was ihr da angegeben habt. Kann ja jeder 99 Jahre alt sein, der das hier guckt, zumindest laut Statistik. Es gab mal eine Zeit in Deutschland, da ist der Großteil des Postverkehrs und auch des Paketverkehrs über die Eisenbahn gelaufen. Also in Westdeutschland die Bundesbahn und die Bundespost, das waren beide staatliche Unternehmen, beziehungsweise auch staatliche Institutionen, die sich eben um diesen Verkehr gekümmert haben, weil das eben als staatliche Hoheitsaufgabe galt. Wie ihr sicherlich heute wisst, ist das Ganze heute ein wenig anders. Heute ist sowohl die Post privatwirtschaftlich organisiert als auch die Bahn. Beides kann man gut und schlecht finden. Da gab es ja schon die ein oder andere Diskussion in der Öffentlichkeit drüber und die wird es auch, glaube ich, für die nächsten 40 Jahre noch geben, diese Diskussion, außer irgendetwas ändert sich. Grundsätzlich ist das aber für uns gar nicht relevant, sondern die Tatsache für das, was wir gerade im Hintergrund machen. Damals war es nämlich üblich, dass quasi an jedem größeren Bahnhof sich im Regelfall irgendwo auch die Post befand für diesen Ort. Und ich habe jetzt hier quasi einfach mal so eine alte Postverladerampe. Die waren damals im Regelfall auch überdacht, weil ne, Post und Pakete, beides Papier und Pappe, ist jetzt nicht so gut mit Wasser klar gekommen oder kommt nicht so gut mit Wasser klar. Aber ich habe hier einfach mal diese alte Postrampe gestaltet und dann quasi hier einen Gleisanschluss für die Post, ich sag mal, in Betrieb genommen. Natürlich auch in stillgelegter Form detailliert, der quasi vor vielen, vielen Jahren einmal zu diesem Sinn und Zweck da irgendwie existiert hat. Ne? Keine Ahnung. So ungefähr habe ich mir das Ganze vorgestellt. So ungefähr soll das hier ausgesehen haben. Es ist einfach so ein kleiner, ja, geschichtlicher Schmankerl, wenn man so möchte, dass man hier tatsächlich damals mal Zuführungsgleise zu einem Art kleinen Postbahnhof hatte. Das ist also etwas, was tatsächlich relativ üblich war in Deutschland. Heute, wie gesagt, gibt es das im Regelfall gar nicht mehr. Ja, man könnte jetzt natürlich über der Klimadebatte so ein bisschen vor sich hin überlegen, wie schön wäre es, wenn die Hälfte aller Amazon-Pakete auf der Bahn fahren würde, statt auf dem LKW bei Nacht. Aber natürlich ist das eine politische Diskussion, dem man sich da anschließen kann oder eben nicht. Ansonsten, diese Serie oder diese Folge heute geht natürlich auch wieder in Richtung Stadtentwicklung. Wir kümmern uns um den Weiterbau unserer Innenstadt, ein paar Häuser. Ihr seht schon, seit der letzten Episode sind auch wieder 3, 4 Häuserreihen dazugekommen. Ich mache ja nicht, habe ich ja am Anfang, glaube ich, schon großflächig erklärt. Ich tue ja nicht unbedingt alles hier reinschneiden, was mit dem Städtebau zu tun hat. Ich tue ja auch nicht jeden Meter Schiene, den ich baue, hier reinschneiden. Einfach weil manche, sage ich mal, Themen wiederkehrend sind und das ist eben ansonsten, wie gesagt, nicht unbedingt allzu spannend, könnte ich mir zumindest vorstellen, deswegen schneide ich das ja dann im Regelfall raus, aber hier nochmal eben die 4 Häuser, die sind jetzt einfach nur kopiert, was aber auch ertragbar ist, weil wie gesagt, so das ein oder andere Objekt in diesem Spiel muss ich durchaus auch kopieren, weil ansonsten kommen wir ja gar nicht mehr hinterher mit dem Städtebau. Und die soll ja wachsen, diese Stadt. Und ihr seht schon, seit den letzten Episoden ist dieses ganze Stück doch relativ groß geworden. Ein kleiner Nachtrag noch übrigens nebenbei bemerkt zu dieser kleinen Postbahnhofsgeschichte. Fällt mir gerade noch ein, einfach nur ein simpler Satz. Das ist übrigens der Grund dafür, was ich gerade eben so erklärt habe, ist der Grund dafür, warum ihr im Regelfall, wenn ihr so ein Postgebäude seht, das im Regelfall in der Nähe des Bahnhofs ist. Also wenn ihr wirklich noch so ein altes Gebäude habt, wo oben Post dran steht und das war schon immer so, dann ihr könnt mal irgendwo in eurer Region rumgucken, vielleicht wisst ihr ja, wo die Post ist. Die ist im Regelfall immer in der Nähe des Bahnhofs gewesen. Ne? Einfach diese großen Gebäude. Ich könnte jetzt hier in Köln, wo könnte ich das denn erklären? Gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Gibt es sicherlich genügend Beispiele für, wo eben diese Verladehallen sich wiederfinden oder die Gebäude in der Nähe der Bahnanlagen sich befinden. Ansonsten, hier befindet sich noch was in der Nähe der Bahnanlagen. So eine Bahnstrecke ist immer so ein bisschen wie so ein Fluss in so einer Innenstadt. Jetzt kommen wieder meine tollen Vergleiche.
Warum das? Weil da halt eben, man redet ja auch von Verkehrsfluss, Straßen übrigens genauso, also große Hauptstraßen oder halt eben auch Bahnstrecke sind ja nicht überwindbare Hindernisse, zumindest nicht legal überwindbare Hindernisse, außer man hat jetzt einen Bahnübergang oder sowas. Und ähnlich wie so ein Bahnübergang oder wie so eine Brücke einen Bach überspannt, überspannt ja so ein Bahnübergang einen sicheren Weg über die Bahngleise oder halt eben so eine Fußgängerüberführung über so eine, ich sag mal, sechsspurige Hauptstraße, wie auch immer. Und das heißt, es wandelt sich auch schon mal das ein oder andere, oder das Gesicht der Stadt wandelt sich schon mal anhand solcher historischen Wege und Plätze, um es mal so auszudrücken. Und weil im Regelfall Bahnstrecken ja schon relativ lange in den Städten existieren, um mal so ein bisschen geschichtlich darauf einzugehen, die erste Eisenbahn hat Deutschland hier im Jahre 1835 erlebt, mit der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth. Und seitdem ist dieses Netz stetig gewachsen, bis so Anfang der 60er Jahre. Danach ist es massiv geschrumpft worden, wie wir ja heute dann feststellen werden. Wir sind heute bei ungefähr noch 33.000 Kilometer öffentlichem Bahnnetz hier in Deutschland, wo wir damals mal bei weit über 40.000, 50.000 Kilometer waren. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig wie groß dieses Netz heute ist, haben solche Bahnstrecken ja in der Regel in den Städten schon ewig lange existiert. Das heißt, diese Bahnstrecken, das sind einfach wie Flüsse, ne, Dinge, die sich 100 Jahre nicht vom Fleck bewegen. Ne, wenn die einmal da liegt, dann bewegt sich da im Regelfall nichts mehr dran. Und genauso wie so eine Stadt dann halt eben über Jahrhunderte oder auch Jahrzehnte, je nachdem wie alt die Stadt eben ist, vor sich hin wächst und schrumpft, ne, wie halt eben so eine Stadt sich lebendig entwickelt über die Jahre, genauso eben bleibt diese Barriere eben bestehen. Und das heißt, auf der einen Seite der Stadt oder der einen Seite der Eisenbahn kann sich eine ganz andere Stadt entwickeln oder eine ganz andere Bebauung entwickeln als auf der anderen Seite. Das ist ähnlich, wie gesagt, wie mit einem Flussufer, weil auch so ein Fluss bewegt sich im Regelfall über Jahrzehnte nicht nennenswert vom Fleck. Das bedeutet, man hat auf der linken Seite Wohnbebauung, auf der rechten Seite vielleicht Industrie. Sieht man jetzt hier in Köln, schönes Beispiel, oder auch in Richtung Düsseldorf. Da gibt es immer das schöne Beispiel, auf der einen Seite Rheinseite ist Bebauung, auf der anderen Rheinseite ist industriell oder war industriell, wird ja jetzt zum Teil wieder zu Freizeitanlagen umgebaut. Das ist eben so ein bisschen die Stadtgeschichte dahinter. Und deswegen habe ich mir das hier einfach auch mal so als Idee angenommen. Ich habe diese wunderschöne Büssing Factory, so heißt dieses Ding im Steam Workshop, mit einzelnen Modulen einfach mal hier hingebaut und habe mir gedacht, Mensch, das ist vielleicht so eine alte Fabrikanlage, die war vielleicht damals, wer weiß, ein industrieller Betrieb in Richtung Textil, kann ja sein, war eine Näherei, eine Weberei, irgendetwas Großes, was aber schon seit vielleicht dem Ende des 18., 19. Jahrhunderts bereits existiert hat, oder sagen wir mal im 19. Jahrhundert existiert hat, das heißt, noch vor der großen Elektrifizierungswelle, also das heißt, ohne Strom betrieben worden ist, und deswegen steht diese Fabrik hier so nah am Wasser, weil sie vielleicht damals mal mit Wasserkraft angetrieben worden ist, hinterher mit Kohle und heute dann halt eben in die elektrische Version übergegangen ist. Die wird sicherlich heute auch nicht mehr produzierendes Gewerbe sein im großen Stil. Dieses Gebäude wird heute sicherlich als Bürofläche genutzt werden, was damals vielleicht mal eine Näherei, Weberei, irgendetwas oder Gerberei vielleicht im großen Stil war, ist jetzt heute halt eben ein Bürokomplex, der halt eben dann typischerweise von administrativen Aufgaben, sag ich jetzt mal, darin seinen Nutzen wiederfindet oder seine Weiterverwendung wiederfindet. Daneben diese zwei kleinen Gebäude, die wir jetzt gerade im Hintergrund bauen, die sind auch keine produzierenden Gewerbe mehr, sondern das sind vielleicht Teilgebäude dieser großen Firma gewesen oder ich sag mal dazugehörige Anlagen gewesen. Und da hat sich jetzt irgendeine Spedition oder irgendein Logistiker niedergelassen, nutzt das als Zentrallager und als Büro. Und da ist dann quasi, ich sag jetzt mal so, der typische Logistiker, der vielleicht im Auftrag von DHL oder DPD durch die Gegend eiert mit seinen Sprintern. Oder da ist halt eben untergebracht irgendeine kleine regionale Spedition. Irgendetwas in der Richtung könnte ich mir da vorstellen. Das heißt, wir haben hier eine recht alte Industrieanlage, die da, sag ich jetzt mal, vor sich hin entstanden ist. Über Jahrzehnte oder vielleicht auch in einem großen industriellen Boom mal gebaut worden ist und die heute halt eben nicht mehr in der ursprünglichen Version genutzt wird, sondern heute halt eben großflächig, sag ich jetzt mal,
der dem Büro zum Opfer gefallen ist oder beziehungsweise als Büro weiter genutzt wird, muss man ja sagen. Ne, das heißt, die hat vielleicht 2-3 Jahre leer gestanden, das Gebäude und so weiter und so fort. Da kann man sich eine recht schöne Geschichte rausentwickeln, wie dieses Gebäude jetzt zu seinem heutigen Nutzen gekommen ist. Das ist das, was ich mir vorstelle. Hier vorne seht ihr, habt ihr vielleicht gerade gesehen oder seht ihr jetzt auch gerade, ist hier so ein bisschen der Flügel mal angebaut worden. Da hat sich mal was verändert in der jahrzehntelangen Geschichte. Da hat man vielleicht eine Zufahrt später gebaut. Wie auch immer, irgendetwas in dieser Richtung scheint da an dieser industriellen Anlage in den letzten Jahrzehnten mal existiert zu sein. Oder beziehungsweise ist da mal passiert, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Momentan sind wir jetzt mal ein kleines Stückchen weiter gesprungen in unserer Stadt. Wir sind nämlich jetzt mal in der Mitte unserer Innenstadt und da klafft noch so ein riesengroßes Loch. Und wir haben jetzt schon relativ viel Wohnbebauung in den letzten, Wochen oder den letzten vielen Episoden auch gemacht. Und was noch so ein bisschen fehlt, ist ja unsere, grundlegende Infrastruktur dieser Stadt. Und da möchte ich jetzt heute mal ein bisschen nachlegen. Ich habe das ja in der letzten Folge schon angesprochen. Wir bauen jetzt mal ein bisschen Infrastruktur hier für den allgemeinen Nutzen. Und in diesem Fall war das einmal der Bau dieser Schule. Das ist das Gebäude, was unter dieser Stützwand hier vor sich hin existiert, während es nicht da oben so eine Art kleinen Park und wieder Platz für Restaurants und Co. geschaffen habe, weil das eignete sich einfach perfekt dafür. An so einer Stützmauer, wo es mal 6-7 Meter runter geht, hat man schöne Aussicht über die ganze Stadt. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich glaube, ich habe davon auch Bilder, entweder ich habe die auf Twitter gepostet oder ich tue die noch auf Twitter posten, wenn diese Folge rauskommt, irgendwie sowas um den Dreh. Oder im Community-Tab, da habe ich, glaube ich, mal Platz dafür, einfach mal so das ein oder andere Bild von dieser Promenade da oben oder von dieser Art Aussichtsplattform, die das ja am Ende ist, dann zu zeigen. Das heißt, hier entsteht jetzt erstmal so eine typische Schule. Ich stelle mir vor, dass das eine Gesamtschule ist, irgendeine Schulform, die sowohl, ich sage jetzt mal etwas in Richtung, ja, Ende Grundschule bis, oder sag mal, 5. Klasse, gerade so weiterführende Schule, bis in Richtung dann der 10. Klasse, unterrichten würde. Es ist ein relativ kleines Gebäude, es ist ein Neubau, also kein Waschbetonplatten, 60er Jahre schimmelbefallenes Etwas, was jetzt zum Beispiel für NRW sprechen würde. Aber da wir ja nicht in NRW spielen, definieren wir hier natürlich alles noch ein bisschen schöner. Diese Stadt soll ja schön aussehen. Und ich habe natürlich dann hier auch einen Parkplatz hinzugefügt. Das ist einmal für die Lehrer sicherlich zielführend gewesen. Vielleicht ist diese Schule ja auch sogar bis in die 12. oder 13. Klasse und vielleicht kommt der ein oder andere Schüler auch schon mit dem Auto. Ich weiß es nicht. Mag ja auch eine Option sein. Auf jeden Fall macht diese Parkplatzfläche hier Sinn. Und Schulhof bei weiterführenden Schulen hält sich ja im Regelfall in Grenzen, wenn nicht gerade Sport unterrichtet wird. Da Sport an dieser Schule gar nicht unterrichtet wird, sondern outgesourced ist, das heißt hinterher in, der übliche Sportunterricht wird hier nicht auf Schulgelände stattfinden, sondern der wird irgendwo anders in der Stadt stattfinden. Zum Beispiel in einer öffentlichen Turnhalle oder auf dem öffentlichen Sportpark, den wir hier in dieser Stadt noch errichten werden. Da dürfen sich die Sportfreunde hier noch drauf freuen. Wir werden ein großes Fußballstadion errichten. Natürlich jetzt die Veltins Arena und auch nicht die Allianz Arena, sondern so ein typisches Kleinstadtstadion, so nenne ich das jetzt mal. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Sowas wird hier in dieser Stadt auch noch errichtet werden. Und da kann man sicherlich dann die typischen Sportaufgaben dann eben erledigen und muss das nicht auf dem Schulgelände machen. Das heißt, wir haben schon mal so einen Teil unserer Bildungsoffensive für diese Stadt erfolgreich erledigt. Das bedeutet, wir haben eine kleine weiterführende Schule. Was in Zukunft noch dazukommen wird, sind natürlich noch so etwas wie ein Gymnasium, also eine weitere weiterführende Schule oder halt eben auch die Grundschulgeschichte. Das fehlt in dieser Stadt momentan noch im Punkto Bildung. Das wird aber dann später halt eben hinzugefügt werden. Also das dauert halt noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wo wir das dann genau hinbauen. Wir haben ja noch massig Platz in dieser Stadt, wo wir dann entsprechend solche Gebäude unterbringen können. Ansonsten entsteht hier gleich auch noch ein weiteres Gebäude, währenddessen wir hier dieses Loch in dieser Innenstadt jetzt gerade mal so ein bisschen füllen wollen, dass das hier mal so ein bisschen schöner aussieht. Wir werden hinterher noch ein Klinikum bauen, denn ich habe ja schon am Anfang in den ersten Episoden, oder diejenigen, die diese Let's Designs ja hier schon länger verfolgen auf diesem Kanal, die wissen das ja. Ich habe wieder so eine Art Reservestadt, die habe ich nur dieses Mal, glaube ich, bis jetzt aus jeder Cinematic mehr oder minder raushalten können. Und diese Reservestadt dient ja dem Zweck, dass mir halt eben hier entsprechend sämtliche infrastrukturellen Bedürfnisse unserer Stadt auch darstellen können. Das heißt, wir haben Schulen, wir haben Rettungsdienst, Krankenhäuser, vom Krematorium, wenn man so möchte, bis hin dann zur
Ja, bis zur Schule, wenn man so möchte. Und bis zur Wasserversorgung, Stromversorgung, all das hier in dieser Stadt ist ja aktiv. Es gibt keinen Mod, der Stromversorgung unnötig macht, auch wenn es die alle im Steam Workshop gibt. Es gibt keinen Mod, der hier aktiv ist, der irgendwie Bildung unnötig macht oder so etwas. Also dieses Spiel, City Skylines, ungemoddet, funktioniert genauso gut wie das gemoddete Spiel gerade. Wie gesagt, nur mit der Ausnahme, die wir ja auch in der ersten Folge oder in der zweiten Folge diskutiert haben. Ich glaube, in der zweiten war es, wie gesagt, Feuer gibt es nicht, weil halt eben ich keine Lust habe, dass mir meine wertvolle Arbeit hier durch einen Großbrand zerstört wird. Und solche Objekte sind natürlich dann ausgeschaltet. Ansonsten funktioniert eben, wie gesagt, alles. Und das heißt, wir brauchen für diese Stadt auch ein Krankenhaus. Und weil das hier halt eben die größte Stadt ist im Umkreis von vielen, vielen, vielen Kilometern, würde ich jetzt mal behaupten, in diesem Tal. Und weil das eben auch ein touristischer Hotspot ist und weil das hier die, wie gesagt, bevölkerungsreichste Gegend ist auf dieser Karte, dachte ich mir, vielleicht ist diese Stadt Bischofshofen dann auch eben Sitz für eine etwas größere Klinik. Wobei größer natürlich immer relativ ist. Sieht jetzt nicht aus wie die Uniklinik Aachen, schon allein, weil ich ein schönes Gebäude haben wollte und nicht sowas Hässliches. Aber allein, wie man sehen kann, es ist halt so ein typischer Grau-in-Grau-Zweckbau, würde man das nennen. Also es ist wenig architektonisch interessant gestaltet, es ist vor allen Dingen ein Zweckbau. Es dient halt eben dem Zweck, hier ein funktionierendes Klinikum zu haben. Gerade eben, wie gesagt, einige Teile dieses großen Gebäudekomplexes, den ich jetzt hier gebaut habe, sind nicht funktional. Dieses eine Verbindungsgebäude zum Beispiel ist ein Procedural Object. Das heißt, es dient einfach nur dem Zweck, dass man halt eben, ich sag mal, eine Verbindung zwischen den Gebäuden herstellt. Ansonsten, dieses Ding gilt als Krankenhaus. Ihr könnt das unter Hospital im Steam Workshop nachgucken. Ihr werdet es finden. Das heißt, dieses Krankenhaus funktioniert tatsächlich. Ich habe es auch als Gebäude gesetzt. Von hier aus spawnen tatsächlich Krankenwagen. Dieses Ding fördert oder ist ein Gebäude des Gesundheitswesens in diesem Spiel und nicht nur imaginär, sondern funktioniert natürlich tatsächlich auch. Und dieses Ding ist dann quasi, ich sag mal, ja, wenn man so möchte, der gesundheitliche Aspekt, den wir jetzt mal in dieser Folge unterbringen wollten. Damit haben wir dann wieder ein Gebäude aus unserer Reservestadt unnötig gemacht. Halt eben das Krankenhaus, was da jetzt noch ein Vanilla-Gebäude ist, was jetzt hier rumsteht und sich um die Krankenversorgung kümmert. Das Gebäude ist jetzt unnötig, das kann ich halt eben abreißen, beziehungsweise hab's jetzt schon abgerissen, weil die Episode ist ja fertig. Und ab jetzt kümmert sich dieses Krankenhaus um die Gesundheitsversorgung unserer netten Mitmenschen. Währenddessen ich hier gerade im Hintergrund noch diesen Innenhof gestalte, weil da halt eben etwas höhenlagentechnisch schwierig ist. Das trifft natürlich für diese ganze Stadt zu. Ihr wisst ja, wir haben diese Stadt am Hang gebaut, das ist immer alles ein bisschen kompliziert, weil wenn man so etwas am Hang baut, das ist immer ein großes Elend, sich da eben, ich sag mal, drum kümmern zu müssen, dass da... Ja. Also City Skylines ist wirklich ein Spiel, was mit der ebenen Fläche besser klarkommt als mit einer Stadt am Hang oder einer gekrümmten Fläche mit Bergen. Also es kommt mit dem Flachland einfach deutlich besser klar. Ne? Wie gesagt, die Straßen, die Gebäude, all das lässt sich einfacher positionieren, wenn man eben im Flachland ist. Wir haben uns diese Karte mit Bergen ausgesucht, einfach weil das einen schönen Kontrast gibt. Und naja, ich bin ein großer Freund davon, dass diese Karte jetzt halt eben ein bisschen mehr Höhenunterschiede hat als irgendwie... Ja, weiß ich nicht, so eine flache US-amerikanische Stadt ist irgendwie für mich langweilig zu bauen. Ansonsten hier entsteht jetzt noch so ein administratives weiteres Gebäude. Das könnte jetzt zum Beispiel einfach ein medizinisches Zentrum sein, ein Fachzentrum sein für, weiß der Geier was, irgendein separater Klinikbezirk, der jetzt vielleicht keine ambulante Behandlung von Notfallpatienten oder sowas macht, sondern das ist jetzt vielleicht ein Gebäude für die Praxisärzte, die zum Beispiel in diesem Krankenhaus auch tätig sind. Das ist vielleicht ein Gebäude für die Administration, also für die Verwaltung. Es ist vielleicht auch ein Gebäude, wo... vielleicht auch, ich sag mal, Rehabilitationsmaßnahmen noch stattfinden können, Reha-Maßnahmen stattfinden können, irgendetwas sowas in der Richtung, das könnte dieses Gebäude darstellen. Ansonsten, hier unten ist jetzt, wie gesagt, immer noch eine relativ große Freifläche, die wir jetzt natürlich sinnvoll irgendwie verfüllen müssen, wenn das nicht hier noch so den ein oder anderen Krankenhaus typischen Fahrzeugpool hier aufbaue mit dem ein oder anderen Krankenwagen. Ich finde übrigens dieses Dach hier ganz schön, dass man hier so eine überdachte Notfallanlieferung hat oder so, ne, nennt man das so? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mir ist gerade das Wort dafür entfallen.
Hier unten auf die große Freifläche entsteht jetzt ein weiterer Gebäudekomplex, nämlich das sogenannte Bauhaus aus Dessau. Für den Fall, dass ihr das im Steam Workshop suchen wollt, ist, glaube ich, ein Gebäude von Sven Berlin. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ich hoffe, ich sage das richtig. Wie gesagt, deswegen das vielleicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das von Sven Berlin ist. Meine ich zumindest. Das ist ein wunderschönes Gebäude, das logischerweise in Dessau steht. Sonst würde es nicht Bauhaus Dessau heißen. Ich glaube, es ist Bauhaus Dessau. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn nicht, ihr guckt das einfach nach. Ja, ansonsten vielleicht blende ich das auch ein, wenn ich da irgendwas jetzt dran denken sollte im Schnitt hinterher, das nochmal zu korrigieren. Das ist einfach ein Gebäude, was jetzt hier einen rein administrativen Zweck hat. Also es ist einfach eine Firma, die da sitzt und die da vielleicht schon Ewigkeiten gestanden hat und die da jetzt halt eben ihren Firmensitz hat. Ne? Das ist also vielleicht ist das eine Firma für, ich sag mal, digitale Waren. Es ist vielleicht eine Firma. Es ist kein produzierendes Gewerbe. So kann man es, glaube ich, definieren. Oder es ist einfach der Verwaltungssitz eines produzierenden Gewerbes von außerhalb der Stadt. Einfach ein Bürokomplex, den ich hier jetzt mal genutzt habe, um eben, der vielleicht auch architektonisch sehr interessant aussieht. Das ist ja dieser Bauhaus-Stil eben, ein architektonischer Stil, der jetzt sehr interessant aussieht und anstatt eines großen, flachen Gebäudes jetzt halt diese vielen Kanten und Ecken dran hat. Ich finde, das persönlich ist ein sehr, sehr schönes Gebäude und deswegen habe ich es hier einfach mal hingesetzt. Ist halt einfach ein Arbeitgeber in dieser Innenstadtfläche. Ansonsten, wie ihr vielleicht schon merkt, die Musik klingelt im Hintergrund. Diese Episode nähert sich langsam aber sicher dem Ende. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß hiermit, genauso wie ich. Ihr freut euch jetzt vielleicht auf die ein oder andere schöne Cinematic, denn die werden schön. Wir haben jetzt ein gutes, schönes Stadtbild im Hintergrund und wir sehen uns dann in der Episode 10 wieder. Lasst euch überraschen, was da kommt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.